Willkommen hier zu unserer F1 22 My Team Season. Wir sind hier in Belgien, Spa-Francorchamps, einer der besten Strecken überhaupt, meine absolute Lieblingsstrecke. Und heute könnte eine Sensation passieren, wenn unsere Boxen mitspielen wird. Das kann ich auf jeden Fall schon verraten. Wie im Thumbnail sehen könnt, wird auf jeden Fall was Großartiges passieren. 19 Kurven und 7.004 Meter natürlich und zwei DRS-Zonen, die es uns heute in unserer Qualifying-Runde nicht ganz einfach machen werden, weil wir kein DRS haben werden. Das ist leider unser großes Problem. Wie ich auf einer Quick-Qualifying-Runde es nicht hinbekomme, das DRS zu machen, finde ich schon ein bisschen schwach von meinem Team. Aber egal, unsere erste Kurve ist gut. Wir fahren auf der Schwierigkeit wie immer und kommen aus der ersten Kurve toll raus. Das ist der erste Platz. Nur ich dachte mir, ehrlich gesagt, dass wir hier uns ordentlich am Platz verlieren werden. Aber Rouge sehr, sehr gut raufgekommen. Hier auch Radillon richtig gut durchgekommen. Dann bin ich ein bisschen zu weit neben die Strecke gekommen. Wäre in Wirklichkeit, also wenn ich die Strafe streng hätte, natürlich die sofort gestrichene Runde gewesen. Dennoch hier ein bisschen Glück gehabt. Sodala, Kurve hier, die ist auch hart. Da nehme ich normalerweise nicht den Curb, aber um hier wirklich komplett den Schwung mitzunehmen, nehme ich halt die Kurve mit. Und vor allem, ja, natürlich gibt es auch die nahen Kiesbeds, Gott sei Dank noch nicht. Und auch ein, zwei Änderungen, also gerade bei Rouge, das hat man auch gesehen, die gibt es im Game leider noch nicht. Hier sind wir ordentlich sauber durchgekommen und immer noch erst. Und ich denke mir, WTF, wo ist denn jetzt dieser kranke Speed her? Im Training war ich 10. und 7. oder so. Und jetzt kann ich einfach die dreiviertelteilige Runde auf Topspeed hier fahren, auf ersten Platz. Das Ding ist halt, gerade die letzten Kurven auch, die werden es nochmal in sich haben. Man bekommt zwar kein DRS, aber ihr wisst natürlich, dass es hier Fullspeed, Blanchiment, geht alles Fullspeed, die Doppellinkskurve. Und das wird halt noch, oh mein Gott, das war gar nicht gut. Und da haben wir richtig an Zeit verloren, richtig. Zweiter Platz und das wird jetzt natürlich erster, zweiter. Was ist denn mit der KI los? Ist die gebufft worden, wisst ihr das, Leute? Ich habe keine Ahnung. Allerdings fällt mir da wirklich auf, dass die richtig, richtig schwach ist. Das werden wir dann auf jeden Fall nach diesem Rennen ändern. Wir werden die KI wieder ein bisschen raufdrehen, weil die echt sehr schwach ist. Das wird der dritte Platz. Carlos Sainz holt die Pole und wir werden Dritter. Jetzt mal Stand so. Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Wissenschaftler? Leclerc, Sergio Perez und Norris, Hamilton, Russell, Magnussen und Mick Schumacher, Fernando Alonso, Bottas, Esteban Ocon und Gasly, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll und Guanyu Zhou. Ricardo, hier gab es eine Gridstrafe. Weber, Latifi, und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Der gelbe Ferrari von der Pole und wir starten mit dem Minion in einer Reihe. Also auch mit dem Minion. Und los geht's. Die 5 roten Lichter sind aus. Lights out, here we go. Und fuck, war der Start schlecht. Das Gute ist, dass Sainz Leclerc Verstappen richtig abgedeckt hat. Und so können wir da in Lasurs richtig reinstechen. Ich meine, Sainz ist jetzt schon Meilen weg für uns gesehen, aber wir haben es geschafft, uns vor Verstappen zu setzen. Das ist schon mal wichtig, weil von der Pace her würde ich mal einschätzen, dass Verstappen und wir eher auf dem gleichen Niveau sind und die Ferraris sowieso jetzt eher ja, viel, viel besser sind. Aber mir fällt auch auf der Geraden haben wir jetzt sogar Zeit gewonnen auf Sainz. Also das ist noch nicht vorbei. Die Pace stimmt auf jeden Fall heute. Keine Ahnung, was sie je gemacht hat, aber ich bin so unnormal glücklich, dass wir da mithalten können ein bisschen. Also ich meine, Verstappen klebt uns gefühlt auf unseren Exhaust, aber wir können mithalten, wir sind nah dran, das ist sehr, sehr toll und jetzt hier raus, wir kommen wieder näher dran, das sind die 8 Zehntel, wir müssen gucken, dass wir im DRS-Fenster bleiben, vielleicht noch ein bisschen dran, von auf so eine halbe Sekunde oder so, dann ist auch der Windschatten-Effekt nach Rouge einfach gut, also wirklich, ich freue mich extrem, dass wir hier dran sind, nur bitte nicht verbocken, wir müssen heute echt gut abliefern, ich möchte heute ein perfektes Ergebnis holen, wir sind zwar echt hier in einem kleinen, ja, also wir können uns natürlich nicht absetzen, das ist mir auch klar. Aber wenn wir es gut timen mit den Boxenstops, könnten wir vielleicht versuchen, immerhin die Top 3 zu erreichen. Und das ist einfach
gut. Also das ist wirklich sehr gut, wenn man nimmt auf einer langen Strecke wie die hier. Also da musst du echt alles mitnehmen. Gucken wir uns mal die Start-Replay an, weil wir es jetzt eh nicht schaffen. Wir sind 18 von Sainz weg und dann werden wir weiter sehen, wie es dann in Runde 2 weitergeht. Hier sehen wir direkt, wie Sainz rüberzieht und Verstappen abdeckt. Das sieht natürlich Verstappen als größere Konkurrenz. Ist er natürlich auch und wie auch hier. Das war keine Dive-Bomb oder so. Das war toll reingefahren, reingestochen und so macht man das auch in der ersten Kurve, würde ich sagen. Wir sind aus der ersten Kurve raus, Lila im letzten Sektor, das heißt, wir haben einfach das Momentum im dritten Sektor. Das ist mir auch im Training aufgefallen. Gerade im dritten ist die KI nicht so extrem stark und da sind wir viel, viel besser. So, Windschatten, hier gehen wir an Sainz. Wir fahren neben Sainz hier, Leute. Ich habe nichts umgestellt. Wir sind einfach hier. Oh Gott, bei Bremsen ist Sainz wieder da. Aber wir haben es geschafft hier. Oh, da kommt ein leichter Pendler. Aber ich lasse doch innen natürlich Sainz ein bisschen Platz. Aber jetzt machen wir die Tür zu. Und wir sind Erster. Wir führen einen Grand Prix an. Und nicht, weil wir eben von weiter vorne gestartet sind. Und, keine Ahnung, die erste Runde ein bisschen besser rausgekommen sind. Oh mein Gott. Okay, da werden wir nicht mehr drauf fahren. Nein, wir führen den Grand Prix an, weil ich... Ja, müssen wir abdecken. Oh, Alter, was? Wie kann Sainz das so reinstechen? Okay. Da, die Freude war kurz auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir haben den Grand Prix angeführt, weil wir es von unserer Pace aus geschafft haben, den guten Carlos, zu überholen. Und nicht eben, weil wir es geschafft haben, da hinterher zu... Oder wenn wir irgendwie die erste Runde überlebt oder irgendwie dive-bombt haben. Also echt gut. Aber jetzt sieht es echt gut aus für uns. 2/10, 2.5 Zehntel sind wir hier hinter Carlos Sainz Junior. Windschatten robben wir uns ja dran auf 2/10, unter 2/10, unter 1.5 Zehntel. Windschatten, DRS on. ERS zwar nur noch 4%, aber im Windschatten. Jetzt gehen wir links dran, da können wir außen dranbleiben, wenn er uns nicht den Weg abschneidet. Okay, da wird es nicht dazu kommen. Wir lassen trotzdem ein bisschen mehr Platz. Und wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Ja, wieder. Aber jetzt machen wir da hier direkt gnadenlos die Tür zu. Das ist jetzt wieder die Führung. Leute, wir fighten hier um den ersten Platz. Das ist unnormal. Echt genial. Also wirklich. Also aber auch Belgien natürlich. Gerade Belgien, Österreich. Ja, das sind Frankreich. Und auch Monza sind die Strecken, die ich echt persönlich liebe. Hier sehen wir es nochmal. Wir haben uns hier dran gerobbt. Natürlich die ERS Windschatten und EIS. Und da sind wir nebeneinander gefahren. Also unser Topspeed dürfte echt schnell sein. Das fällt mich hier auf. Auch natürlich mit den gelben Ferraris. Ja, da bin ich ein bisschen zu weit drüber gekommen. Aber auch nur, weil ich ein bisschen später reingegangen bin. Jetzt gehen wir in die Box rein. Und jetzt kommt einfach das, was kommen sollte. Ich dachte mir, perfekt, alles läuft gut. Guckt euch hinten links an. Der Kackreifen. Er blockiert und guckt euch das an. Wir fliegen hinter Hamilton zurück. Der war ja nicht mal hier. Wo kommt Hamilton her? Wo kommt Hamilton auf einmal her? Wir fliegen einfach hinter fucking Hamilton zurück. Und ja, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, jede Chance aufs Podium ist weg. Wir haben es verloren. Wir haben es vermasselt. Das ist Kacke. Das ist genau zu so einem... Oh, und Leclerc auch noch hinter uns. Na, what the fuck, Mann. Es ist einfach verloren, wirklich. Das kann man nicht mehr biegen, dachte ich mir zumindest. Und dann, ja, kam es ein bisschen das Wunder von Spa, wie man es gerne nennt, in Fachjargon. Das Wunder von Spa, die Reifen sind scheiße kalt und ich muss hier irgendwie an Hamilton dranbleiben. Ich weiß, wenn ich aus seinem DS rausfliege, bin ich in der Danger Zone zu Leclerc. Ah, der war noch nicht in der Box! Doch, war scheiße. Der war schon in der Box. So, da. Und Perez auch vor uns rausgekommen. Russell knapp hinter uns rausgekommen. Und jetzt sind wir so total result. Wäre das jetzt der 5. oder 6. Platz? Also wirklich, sieht man mal, wie knapp wir alle beieinander waren. Und ein Fehler von der Boxencrew kann hier alles kosten. Ich habe mir das ERS extra noch aufgehoben für hier oben. Wir haben DRS Hamilton natürlich auch auf Checo Perez. Und da müssen wir reinstechen. Alles, was gilt, draufhalten. Ich fahre extra auf den Curb drauf, dass ich ihn da nicht berühre. Aber ja, das war jetzt eher so ein Semi. Natürlich ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen hier reingefahren. Und wir haben es trotzdem geschafft, hier an Hamilton dran vorbeizukommen. Jetzt sind wir an Perez dran, der ein bisschen hinter einem Zug feststeckt, den hier Lokführer Sebastian Vettel anfährt. Auch Vettel und Carlos Sainz Jr. Ah, Verstappen und Carlos Sainz Jr. Also Verstappen ganz vorne, dann Sainz und hier, oh mein Gott, Sainz verbremst sich. Und wir kommen hier
einfach. Oh mein Gott, Vettel! Fuck! Okay. Ganz ruhig bleiben. Das hat man es nicht geschafft, am Vettel vorbeizufahren. Und ja, wir werden es. Doch, wir schaffen es. Weil Vettel hier, habt ihr den Schlenkerer gesehen? Diesen Assi-Schlenkerer hat den Vettel hier ausgepackt, hat vorm Bremsen. Ganz bad. Aber hat uns natürlich enorm geholfen. Verstappen muss jetzt mit Sainz kämpfen. Und wir können uns hier mit dank Vettels DRS ein bisschen dran robben. Das ist eines der besten Rennen, die ich jemals in F1 22 mein Team gefahren habe. Und guckt euch den Abstand an. Es sind 6 Zehntel. Und wir sind, ja, total Platz jetzt. Erster Platz. Guckt euch das an. Das wäre der erste Platz, wenn ich mich natürlich nicht vertan habe. Aber ja, natürlich, kommt natürlich noch, wie es kommen sollte, hier außen an Vettel vorbei. Das wird nicht reichen. Ja, da bremst er uns jetzt auch ein bisschen ein. Guckt da links auf den Stand, Verstappen war eine 1,1 Sekunden weg, jetzt sind 7 Zehntel. Das ist natürlich auch klar, oh mein Gott, Verstappen und Perez hinter mir. Die, ja, zweitstärksten Autos diese Season. Und ja, ich habe mich ja eigentlich vom zweiten, sagen wir vom vierten, fünften Rennen an mit den Mercedes gefightet. Ich wusste auch, die sind so meine Klasse. Die, ach nein, da kommt der Quersteher und Verstappen gnadenlos innen vorbei. Ja, aber ich will jetzt auch gnadenlos hier wieder innen vorbei. Ja, hat natürlich jetzt Vettel ein bisschen Vorsprung gebracht, aber der muss sowieso in die Box rein. Das Interessantere ist, dass ich absolut nicht mit dem nächsten Move gerechnet habe, der von den anderen kommt. Und das war, dass Lando Norris vor mir rausgekommen ist. Ich habe mich hier in einer Runde schön dranfahren können, auch mit dem, dass man, ja, Norris den weißen Reifen draufgegeben hat. Der ist in der achten Runde reingefahren und den gibt man den weißen Reifen drauf. Also sorry, aber diese KI-Fehler, diese KI-Fehler dürfen nicht passieren. Diese Fehler dürfen nicht passieren, wirklich. Der fährt 8 Runden mit dem gelben Reifen. Perfekte Situation für den roten Reifen zum Schluss. Und hier kommt Norris. Er schlägt uns da einfach zurück. Aber ja, wie gesagt, mit DRS ist es nicht so schwierig. Hier, ja, jetzt ist der Verstappen auch durchgerutscht. Und der ist jetzt direkt hinter uns. Das sind 5 Zehntel. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen taktisch arbeiten müssen. Ich weiß genau, Verstappen kommt natürlich in den Kurven nicht vorbei. Und er kommt eigentlich auch nicht auf Start und Ziel vorbei. Das Ding ist, er wird auf jeden Fall auf dieser zweiten DRS, also dieser zweiten DRS-Zone wird er probieren und wird er vermutlich auch sehr nah dran kommen. Deswegen habe ich mir hier das ERS aufgespart. Ach, Quersteher jetzt auch noch. Guckt euch das an. 2 Zehntel. Da kommt er neben uns. Ja, das wird jetzt knapp. Das wird auf jeden Fall sehr interesting. Ich habe mir das erst ein bisschen aufgespart. Da sind wir weiter vorne. Jetzt habe ich... Guckt euch das an! Zu zweit an der Rouge. Zu zweit au Rouge. Aber jetzt hat er zurückgesteckt. Danke Verstappen, dass du einmal nachgegeben hast. Danke, Mann. Ich habe es geschafft, hier vorne zu bleiben. Einmal noch. Und wir gewinnen den großen Preis von Belgien. Das wäre eines der besten, ja, wenn nicht sogar das beste Rennen, das ich jemals hier gefahren habe. Salala. Aber jetzt noch hier einmal rundherum. Es ist... Wow. Wirklich, wir müssen es irgendwie retten hier. Irgendwie müssen wir das schaffen. Ich meine natürlich nicht mit allen Mitteln, aber ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. So, tada. Und jetzt wird es echt spannend. Jetzt wird es spannend. Wenn wir Rouge rauf schaffen, dann ist es gewonnen. Dann haben wir das ganze Rennen gewonnen. Dann haben wir es geschafft. Jetzt sind es nur 13% ERS und wir haben es. Jetzt gucken wir uns mal diese Szene mit Verstappen an. Mit Verstappen, der sticht hier gut rein, kommt auch gut rein. Ich positioniere mich neben ihm, was natürlich auch gut ist, dass ich außen bin. Also von der Kurve aus. Also nein, dass ich innen bin in der ersten Kurve. Und er dann in der zweiten, wo man ja direkt das Gras hat, innen war. Und das war echt gut. Da hat er mir echt was gegönnt. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft, ihn hinter uns zu halten. Wir gewinnen den großen Preis von Belgien hier in Spa-Francorchamps und holen auch dazu die schnellste Rennrunde. Das ist unfassbar phänomenal. Drive of the Day. Ich bin nicht selbstlobend, aber ich würde mal sagen, wir haben das verdient. Es war echt hardcore, das Rennen heute. Vielleicht nicht immer die hundertprozentig fairsten Überholmanöver, wie so manche bei euch auch auf TikTok sehen. Aber
Aber dennoch, ich würde schon sagen, dass wir da in den meisten Fällen sehr fair dran waren. Wir sollten noch den Helm wechseln. Ich glaube, es gibt so einen coolen Lando Norris Helm, den habe ich mir schon freigeschalten im VIP Battle Pass. Also in diesem Battle Pass nenne ich ihn gerne. Habe ich ihn da schon freigeschalten, den werden wir uns dann auch noch holen. Aber dieser Moment gilt einzig und allein unserem Team und allen drumherum ein tolles Wochenende. Ein wirklich, wirklich tolles Wochenende. Wir waren zwar schon am Podium, aber es ist echt schon eine längere Durststrecke, dass wir da dran waren. Und heute war es einfach so weit, dass wir siegen konnten. In der Mitte von zwei Red Bulls stehen wir hier und schaffen das nahezu Unglaubliche, das, mit dem ich eigentlich diese Season gar nicht gerechnet hätte, einen Win zu holen. Das ist der erste generell und auch die erste Trophäe für meinen Trophäenschrank. Ich meine, ich habe natürlich das ein oder andere Meisterschaftsrennen online schon gefahren, aber ja, das ist der erste Grand Prix-Sieg. Vom Weltmeistertitel will ich gar nicht reden, der ist weit entfernt. Aber generell, zwei Zehntel, die ersten drei Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Also wirklich, das war auch ein sehr knappes und enges Fahrerfeld, muss man natürlich sagen. Es ist eine kurze Renndistanz gewesen, aber wir sind nur 120 Punkte hinter dem ersten. Und die Konstrukteurswärme, würde ich mal sagen, haben wir uns somit auch gesichert vor McLaren. Nach vorne hin können wir dann noch ein bisschen was schaffen. Auch hier gewinnen wir wieder zwei Punkte am Boden, aber das ist eh wichtig, weil wir sind da nur drei vorne. Und ja, Checo Perez ist ein echt starker Konkurrent. Mark Webber, ja, nur der 18. glaube ich war es. Das ist echt mau. Das ist leider mau gewesen. Mark wie Mark. Aber egal. Wow. Was für eine coole Leistung. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare und ja, ein bisschen upgraden, nur leider ist alles ausgelastet, außer halt Strapazierfähigkeit. Und ich weiß nicht, ob ich da alle Punkte in Strapazierfähigkeit setzen will. Dankeschön fürs Zugucken, Leute. Abonniert den Channel gern kostenlos. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio. Und schaut bis morgen oder später und ciao.